Servus, vor 1,5 Jahren habe ich euch mit meinem ersten Video gezeigt, wie man eine echte Umgebung in CSGO inklusive der Karte dazu bringt. In den letzten Wochen ist mir etwas beim Durchführen vom Workshop aufgefallen. Anscheinend sind die Karten nicht 18 mal 18 Kilometer, sondern 17,28 mal 17,28 Kilometer. Das bedeutet, dass die bis jetzt erstellten echten Maps im Workshop, so wie es aussieht, zu klein wären. Wie man das kontrollieren kann und wie man die Heimat anpasst, werde ich euch hier heute zeigen. Wer ist aber die Kontrolle? Ich habe es schon mal gestartet. Und leg einfach eine Straße von links nach rechts. Drückt dabei die Shift-Taste. Bekommen so die Länge angezeigt von 17.250 Meter. Ich habe das hier alles nur sehr grob gemacht. Damit würde schon mal die Theorie stimmen. Was passiert jetzt, wenn ich eine zu kleine Heimmap lade? Ich habe das alles schon ein bisschen vorbereitet. Ich lade jetzt einfach mal die Heimmap, die noch nicht angepasst ist, und das dazugehörige Overlay. Ich habe mir eine Strecke ausgesucht, die ziemlich gerade ist. Und messe jetzt mit einer Hilfe an der Straße von der linken Kreuzung zu der rechten Kreuzung. Man sieht dann die Länge von ca. 3800 Metern. Das werde ich jetzt auch gleich mal mit in Google Maps kontrollieren. Da bekomme ich allerdings eine Strecke von 4040 Metern. Bedeutet, die Heimmap ist zu klein. Jetzt werde ich eine angepasste Heimmap laden und ändere das dazugehörige Overlay. Wie man das Overlay an eine Heimmap anpasst, so dass man das nur laden muss und nicht ausrichten, das werde ich euch im nächsten Video zeigen. Jetzt messe ich mit einer Straße wieder genau die gleiche Strecke. Und erhalte ca. 4040 Meter. Das ist jetzt alles sehr grob gemacht zur Demonstration. Wie ändere ich jetzt die Heimmap auf 17,28 Kilometer? Das ist eigentlich ganz einfach. Man lädt die Heimmap, die man von Terrain Party herunterlädt, in 10.net. Und ändert erstmal die Größe einfach auf 104%. Das geht über Bild, Größe ändern. Warum eigentlich 104%? Die eigentlichen Karten von Terrain.party sind 18 mal 18 Kilometer. Man kann zwar auf 17 Kilometer ändern, das würde aber bedeuten, dass uns irgendwas fehlt, also 18 Kilometer. 18 Kilometer durch 17,28 ergibt 1,04166667. Das mal 100 ist 104,16667. Die Kommazahlen ignoriere ich,
da das nicht wirklich was ausmacht. So sind die 104% entstanden. Im Grunde ändere ich die Heimat von Terrain Party, die 1081 Pixel ist, auf 1124 Pixel. Jetzt markiere ich ein Quadrat mit 1081 Pixel. Die unten links seht ihr die Größe der Auswahl. Wenn man die SRG-Taste drückt und mit dem Rad scrollt, könnt ihr dann reinzoomen, sodass man einfacher auf die 1081x1081 kommt. Wenn man das hat, geht man auf Bearbeiten, Kopieren, Bearbeiten, Neues Bild einfügen. Somit ist die Heimap jetzt 4% kleiner. Das Bild jetzt speichern unter, was auch immer.png. Und die Heimap in den Heimaps Ordner von Cities Skylines einfügen. Im nächsten Video werde ich euch erklären, wie man das Overlay an die Heimap anpasst, so dass man es eben nicht mehr jedes Mal neu ausrichten muss, wenn man das Spiel lädt. Es muss nicht verschoben werden, es wird einfach geladen und ihr könnt loslegen. Man sieht, funktioniert bei mir schon ganz gut. Das ist jetzt alles nur grob ausgerichtet worden. Man kann da schon einen Fluss erkennen, beziehungsweise einen Tal, in dem ein Fluss fließt, erkennen. Und auf diesem Prinzip basiert das Ganze. Im ersten Video war ein Riesenakt mit der Skalierung und mit der Ausrichterei, weil es alles nicht gepasst hat. Ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie man das dauerhaft anpasst. Und das werde ich euch im nächsten Video zeigen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß beim Rumprobieren. Bis denne.